Bier wegkippen tut hier sehr, sehr weh. Gerade wenn wir hier Fässer abfüllen und wir die Fässer auf unsere Reinigungsmaschine stellen und dann links nebenan im Gulli sehen, dass das schöne Bier wegläuft, ist das natürlich, sind das auch bittere Momente gewesen. In den vergangenen Monaten wurden aufgrund der Pandemie viele Großveranstaltungen abgesagt und die Gastronomie musste monatelang schließen. Keine leichte Zeit für Brauereien. Im Jahr 2020 sank der Bierabsatz um 5,5% gegenüber dem Vorjahr. Damit verkauften die Brauereien 500 Millionen Liter weniger Bier als in 2019. Thorsten Fullriede, Braumeister der Berliner Bergbrauerei, spricht über diese unsicheren Zeiten. Also aufgrund der Pandemie haben wir jetzt in den letzten Monaten gerade zu den heftigen Lockdown-Zeiten deutlich weniger produziert und produzieren müssen, weil wir sehr viele Gastronomiekunden haben und die natürlich dann auch nichts bezogen haben. Heißt, da haben wir dann teilweise mal nur noch ein Drittel der üblichen Sudtage gebraut oder teilweise auch Braupausen gemacht sogar, um wirklich auch mit angezogener Handbremse zu fahren, weil wir zwischendurch auch wie jeder nicht wussten, wie lange ist der Lockdown, wann machen die Restaurants wieder auf. Und für uns heißt das dann ja, sobald die Restaurants wieder aufmachen, wäre für uns der Startschuss zum Produzieren, beziehungsweise der wäre dann schon zu spät, weil wir brauchen knapp 6 Wochen, bis das Bier fertig ist. Das heißt, wir brauchten immer einen 6-wöchigen Vorlauf und sobald wir es dann immer absehen konnten, wenn man überhaupt 6 Wochen in die Zukunft gucken konnte, damals war, haben wir dann ja, um Ostern rum gesagt, jetzt produzieren wir mal wieder langsam auf Volllast oder fahren wir alle Tanks voll, mit der Hoffnung, dass im Sommer wieder ein paar Gastrokunden aufmachen und unser Bier wieder beziehen. Die Berliner Bergbrauerei wurde 2015 gegründet. Nach Monaten der Planung erfolgte im Juni 2020 der Spatenstich für das neue Brauereigebäude. Der Bau fiel damit mitten in die Pandemie. Ja, war natürlich ein mulmiges Gefühl, weil wir hatten alles gekauft, alles in die Wege geleitet und haben gemerkt, dass wir deutlich weniger Absatz haben als üblich. Und eigentlich wollten wir deutlich mehr produzieren und können wir jetzt auch. Und mit Spatenstich wurde es mehr oder weniger von Tag zu Tag weniger an Absatz, den wir gemacht haben. Da ist natürlich dann das mulmige Gefühl von Tag zu Tag größer geworden, weil man ja auch nicht wirklich das Ende absehen konnte. Wir haben ja eigentlich jeden Tag daran geglaubt, dass wir durch die Pandemiezeit durchkommen und es schaffen. Ne? Wie es genau für die Brauereien weitergeht, ist noch unklar. Auch in diesem Jahr wurden viele Volksfeste und Festivals abgesagt. Angesichts der nahenden Wintermonate, neuen Mutationen und steigender Inzidenzen steht den Brauereien ein weiterer harter Winter bevor. Wie viele Brauereien die Pandemie überleben werden, ist noch nicht abzusehen. Also es sind einige Brauereien, die jetzt, ich sag mal, am Hungertuch nagen. Die Insolvenzphase ist ja noch ausgesetzt. Das heißt, es wird sich jetzt noch in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr zeigen, wie viele Brauereien es wirklich getroffen hat. Aktuell kämpfen sich noch alle durch, weil ja auch Sommerzeit ist. In der Sommerzeit verdient man ja ganz gut und die Hundemonate kommen ja noch im Herbst, Winter, vor allem dann sagen wir nach Weihnachten, Januar, Februar, März. Da wird dann traditionell weniger getrunken und weniger Bier verkauft. Und ja, da wird es dann für einige Brauereien schwer. Ne?